Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute haben wir den 29.12.2023 und ich zeige euch mein Gesamtsortiment für das Silvester. Ja, also, wir haben hier rechts auf jeden Fall schon mal ein paar Funke-Schinken. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Da haben wir auch noch einen Tigerbomb-Schinken. Dann haben wir hier die Finalbox von Röder. Noch ein paar Pyroland-Raketen. Funke-Batzen on Mast. Hier haben wir dann auch fürs Urfeuerwerk ein paar kleinere Funke-Batzen. Ja, ein paar Vulkane haben wir natürlich auch dabei. Ja, dann haben wir hier so viel anderes Zeug noch. Da kann man gar nicht überall drauf eingehen. Ich zoome hier einfach mal so durch. Damit ihr einen groben Überblick bekommt. Genau, dann hier zu den Batzen. Hier ist auch einiges von der Einkaufstour dann an Batterien. Ja, Goldfinger, Heavy Metal, Stormy Flash. Ja, dann eben diese kleinen Funkebatzen, Bellissimo. Dann haben wir da eine von Pyro Genie. Genau, ich hatte hier gar nicht betont, diese Wall haben wir da eben. Hier haben wir so eine kleine P1 Ecke. Das ist alles Mögliche an P1 Böllern. Da hinten sogar TB5, falls man das sehen kann. Ja, dann kommen wir hier zu den Funke-Raketen. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall die Shell Rockets, die Cracker-Schweif-Raketen, zweimal schwarze Salut-Raketen, zweimal rote Salut-Raketen. Da hinten haben wir dann noch einmal das, die beiden Raketensets, die beiden Billig-Raketensets von Lidl und Aldi. Noch ganz viele andere Raketen, hier das Starburst Symphony. Zweimal Phantoms and Ghosts, da unten haben wir dann eine Packung Z1 von Zink, Silberblitzraketen, ein bisschen Rauch haben wir dieses Jahr auch, leider nicht so viel, Flashbangs, genau, hier noch ein bisschen anderes Zeug. Jawohl, das soll es auch schon gewesen sein, hier haben wir noch ein paar Double Decks und, ach genau, da hinten noch ein Highlight für dieses Silvester, eine Raketenorgel. Das wird auch richtig geil und da drauf noch ein fette BKS. Bombenrohre. Ja, dann haben wir hier unten noch, falls ihr das noch nicht so gesehen habt, noch ein paar kleinere Dinge. Hier Funke Geysir, Double Crusher aus dem Lidl, die Blitzis. Und jawohl. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.